sich zu treffen, ohne Sex zu haben, war wirklich seltsam. Im ersten Moment wussten weder Sai noch Gara, was er sagen oder tun sollte. Die zwei waren unbeholfen wie kleine Kinder, denn sonst lief es immer gleich ab. Sie landeten im Bett, ohne große Gespräche zu führen. Man musste nicht sprechen, wenn man einfach nur schnellen Spaß haben wollte. Es gab einfach keinen Grund dazu. Aber jetzt mussten sie sich zum ersten Mal miteinander beschäftigen und sich mit dem jeweils anderen auseinandersetzen. Gut, meinte Gara leise und atmete etwas durch. Wie sollte er denn jetzt anfangen? Zugegeben, es war nicht leicht, über das zu reden, was zwischen ihm und Sasoril passiert war. Und einfach so darüber zu reden, dass er dem Mann, dem er eigentlich treu ergeben war, für den er alles tat, mit einem Mal nicht mehr traute. Es gab angenehmere Aufgaben. Naja, gerade Sai. Sich gerade Sai zu öffnen, der ihm doch sonst immer die kalte Schulter zeigte. Das war für Gara nicht einfach. Doch dann platzte alles aus ihm heraus. Er beichtete alles, was er für Sasori tun musste, was er mit sich machen ließ, nur um seine Aufmerksamkeit zu bekommen. Einfach alles. Dann liebst du ihn, wollte Sai wissen, ohne dabei auch nur einen Muskel im Gesicht zu bewegen. Sofort zuckte Gara mit den Schultern, ehe er entschlossen den Kopf schüttelte. Nein, ein Mann wie ihn zu lieben, ist so gut wie unmöglich, flüsterte der Rotschopf leise und holte tief Luft. Ich denke, Gefühle wie die, die ich für Sasori habe, kann man nur mit Masochismus bezeichnen. Es gefiel mir, wie er über mich bestimmt hat, wie er sich über mich gestellt hat und wie er mich benutzt hat. Ich weiß nicht, ob ich wirklich damit umgehen kann. Vielleicht kann ich eines Tages ein normales Leben führen. Aber ich bin auch immer unsicher, ob ich mich verändern kann. Immerhin verhielt er sich bei Sai nicht viel anders. Er war auch bei ihm derjenige, der sich unterwarf und über sich bestimmen ließ. Manche Dinge änderten sich eben nie. Allerdings wollte Gara auch nicht, dass sich etwas änderte, denn eigentlich fand er sein Leben, so wie es war, sehr angenehm. Sai musterte ihn etwas, fuhr sich durch die Haare und stellte sich ins Fenster. Irgendwie genoss er es doch auch, Gara zu dominieren. Und Sex mit ihm zu haben, war anders als mit einem Mädchen. Dummerweise wusste Sai noch nicht, wo er stand. Denn den Sex mit dem jungen Mann, den hatte er bisher nur für ein Abenteuer gehalten. Lieben wollte er eigentlich nur Frauen. Wenn er Gara aber jetzt so vor sich sitzen sah, der so offen mit seinen Gefühlen und seiner Homosexualität umgehen konnte, fühlte er sich irgendwie schwach. Wir müssen zusehen, dass wir die beiden Streithähne von Ushia wieder versöhnt bekommen, lenkte er das Thema darum auch lieber wieder auf ein Thema, weswegen sie hier waren. Die zwei sind perfekte Angriffspunkte. Aber sollten sie sich wieder vertragen, redet vielleicht auch Madara endlich darüber, warum er sich so in diese Sache reinkniet. Ich begreife noch immer nicht, was er damit zu tun hat oder was er mit dem Akazuna zu tun hat. Ich habe mich da bisher auch immer rausgehalten. Von daher erwarte ich auch gar nicht mehr, dass er großartig mit mir redet, aber irgendwas muss da sein. Du musst Sasuke holen und ich Itachi. Dann sperren wir die beiden einfach in einen Raum und bringen sie dazu, miteinander zu reden. Stellte er sich das nicht irgendwie zu einfach vor? Gara sah da eher Komplikationen auf sie zukommen, denn auch wenn die beiden in einem Raum saßen, war noch nicht sicher, ob sie sich am Ende nur umbrachten oder wirklich miteinander redeten. Denkst du wirklich, das löst sich alles so einfach? Irgendwie hörte es sich bei Sai an, als hätte man einen Knoten in einem Wollknäuel und wenn man lange genug an einer Seite zog, löste es sich von alleine. So einfach war das aber nicht. Manchmal zog sich nur ein Knäuel, dann nämlich nur noch fester zu. Ich weiß es nicht, gab Sai ehrlich zu und lächelte zum ersten Mal ein wenig. Aber was sollen wir tun? Sonst könnten wir doch überhaupt nichts machen. Der Punkt ging an Sai. Was hatten sie für eine Wahl? Sie mussten einfach abwarten und gucken, was am Ende dabei rauskommt. Sonst konnten sie überhaupt nichts tun. Nichts. Außer zu warten. Gut, dann werde ich irgendwie einen Raum besorgen, wo die beiden sich anschreien können, meinetwegen auch prügeln können, meinte Gara, der sich ergab. Dann sperren wir die beiden da ein und warten ab, wer am Ende lebend wieder rauskommt. So schlimm konnte es noch nicht werden, oder?
Was sollte denn schon passieren? In seinem Magen herrschte allerdings ein schlechtes Gefühl, welches er gekonnt ignorierte. Aber was blieb ihm sonst? Vielleicht musste er sich einfach auf Sai verlassen und darauf, dass der genau wusste, was er tat. Und mit uns? Murmelte er leise und sah den jungen Mann fragend an. Sai drehte sich zu ihm und blinzelte. Mit uns? Fragte er irritiert, zuckte dann aber mit den Schultern und lächelte. Er wollte nicht darüber reden und das spürte man. Darum erhob sich Gaara auch nur und ging. Es war eben nicht einfach für ihn. Und manchmal kam er sich vor, als wäre er eine Art Notnagel oder als wisse Sai noch gar nicht, wo er hin wolle. Innerlich schwor sich Gaara zum 100. Male, dass er nicht wieder schwach wurde, wenn Sai bei ihm ankam. Aber er wusste, wenn es zu so einer Situation kommen sollte, wurde er sowieso wieder schwach. Langsam kam Deidara wieder zu sich. An die letzten Stunden konnte er sich kaum noch erinnern. Er war bei Sasori gewesen. Der hatte ihm irgendwas von Itachi erzählt und ihm was zu essen gegeben. Danach war sein Kopf wie Watte. Endlich bist du wieder wach, hörte er eine Stimme und benommen rieb sich Deidara über die Augen. Wie lange habe ich geschlafen? Wollte er wissen, obwohl er sein Gegenüber noch gar nicht genau erkannte. Aber die Stimme, die kam ihm sehr bekannt vor. Itachi setzte sich an seine Seite und musterte ihn etwas. Wie fühlst du dich? Meinte er leise und lächelte. Du hast eine ganze Zeit geschlafen und vorher warst du auch kaum bei Bewusstsein. Kannst du dich an irgendwas erinnern? Er machte sich Sorgen um ihn, besonders weil Deidara noch immer nicht klar zu sein schien. Dieser zuckte mit den Schultern. Ich war bei Sasori, wo mich so ein paar Idioten zusammengeschlagen haben, meinte er leise und schloss vor ein paar Sekunden wieder die Augen. Er musste erst einmal zu Verstand kommen und hoffte, wenn er das nächste Mal die Augen öffnete, hörte die Welt auf sich zu drehen und er erkannte vielleicht endlich, wo er war. Tatsächlich klappte es, denn als sich die blauen Augen wieder öffneten, erkannte er, wen er vor sich hatte. Irgendwie erleichterte es Deidara, nicht mehr bei dem Akasuna zu sein, sondern jetzt bei Itachi zu liegen. Wie er hierher gekommen war, konnte er zwar nicht genau sagen, aber das war ja auch nicht so wichtig. Itachi musterte ihn und atmete durch. Du hast versucht, Hidan anzurufen. Der hat dich vor ein paar Stunden hergebracht, erklärte er die Situation. Wie fühlst du dich? Itachi machte sich mittlerweile furchtbare Sorgen um Deidara, der noch immer wie bekifft wirkte. Aber Sasori konnte ihm ja auch irgendein extrem starkes Mittel gegeben haben. Der kam immer auf die dümmsten Ideen. Und an Medikamente kam er auch gut ran. Darüber war sich Itachi sehr wohl im Klaren. Daran, mit Hidan telefoniert zu haben, konnte sich Deidara überhaupt nicht mehr erinnern. Es war, als wären die letzten Stunden aus seinem Gedächtnis gelöscht worden. Ich weiß nichts mehr davon, murmelte der Blondschopf etwas. Ehrlich, ich kann mich überhaupt nicht mehr daran erinnern. Mein Hirn ist noch immer nicht in der Lage, alles zu verarbeiten. Besorgt nickte Itachi, doch ihm lag noch etwas auf der Seele und es fiel ihm schwer, darüber zu reden. Hat dir Sasori etwas über mich erzählt, als du bei ihm warst? Was meinte er denn nun damit? Deidara überlegte und langsam erinnerte er sich wieder daran. Ja, er hatte ihm etwas erzählt und darum nickte der Blondschopf leicht. Ja, dass du die Männer, die mich angegriffen haben, erschossen hast, flüsterte Deidara leise, setzte sich langsam etwas auf und sah sich zum ersten Mal um. Jetzt lag er hier also bei Itachi im Bett. Wie war Hidan denn darauf gekommen, ihn ausgerechnet hierher zu bringen? Aber auf der anderen Seite war er auch froh, jetzt nicht bei Sasori zu sein. Und irgendwie war er auch froh, nicht allein zu sein. Nichts war schlimmer, als in so einer Situation alleine zu sein. Sein Herz krampfte sich zusammen, denn Deidara war klar geworden, zu was Sasori wirklich in der Lage war. Und selbst wenn Itachi die Männer erschossen haben mochte, war der Akasuna bereit, sehr viel weiter zu gehen. Jemand an sich zu binden, indem er ihm irgendwelche Mittel gab, das war alles andere als normal. Dieser Typ konnte sich überhaupt nicht normal verhalten, oder? Irgendwie tat es weh. Sehr weh. Itachi seufzte leise und senkte den Blick. Ja, ich habe die Typen wirklich erschossen. Aber ich wusste in dem Moment auch nicht, was ich tun soll. Die haben mich so sehr verprügelt. Ich war mir sicher, diese Typen wären noch weitergegangen. Die hätten dich umgebracht,
Daedra so zu sehen, war etwas, was sie Toshi nicht ertragen konnte. Ich hatte Angst, ich würde dich verlieren, gestand er leise. Und dann noch die Sache mit Sasori. Es tut mir leid, dass du das alles nur wegen mir erlebt hast. Hätte ich dich damals nicht davon überzeugt, dass du Sasori auswerfen sollst, dann wäre dir viel Leid erspart geblieben. Beruhigend schüttelte Daedra den Kopf und ein leichtes Lächeln huschte über seine Lippen. Nein, ich habe mich selbst dazu entschlossen, diese Sache zu machen. Und ich habe auch keine Sekunde je bereut. Ja, ich weiß jetzt, dass Sasori kein Herz hat. Und trotzdem habe ich sehr gehofft, ihn irgendwie zu erreichen. Aber was er jetzt getan hat... Erschöpft schlossen sich die Augen des Blondschopfs wieder und die Tashi musterte ihn unsicher. Was würde das jetzt zwischen ihnen geben? Hatten sie eine Chance? Oder war zu viel zwischen ihnen passiert? Also, hast du den Kerl aufgegeben? Wollte der Uchiha leise wissen, nur um auf Nummer sicher zu gehen. Daedra lächelte schwach und nickte. Ja, ich denke, es ist besser so. Irgendwie habe ich viel zu lange mein Herz an ihn gehängt. Ob er es wohl nochmal wieder verschenken könnte? Itachi hoffte es sehr, denn er war sich mittlerweile sicher, dass er schon lange in Daedra verliebt war, sich aber einfach nichts hatte anmerken lassen. Sie waren immer nur gute Freunde gewesen, und erst als Daedra so verletzt war, da wurde ihm klar, wie sehr er doch an ihm hing. Daedra? Murmelte Itachi leise und holte tief Luft. Als sein Blick auf den blonden Chaoten fiel, der bereits wieder eingeschlafen war, zuckte er zusammen. Aber gut, dieser Moment wäre vermutlich sowieso der falsche gewesen. Wo war sich doch sowieso nie genau sicher, wann der richtige Moment da war. Aber man musste sich genau überlegen, wann man jemandem sagte, was man empfand. Würde es so einen Moment zwischen ihm und Daedra überhaupt jemals geben? Sie waren schon so lange Freunde. War es wirklich richtig, alles aufs Spiel zu setzen? Irgendwie drehte sich in Itachi alles, aber er war auch einfach dankbar, dass Daedra bei ihm war und es ihm langsam besser ging. Alles andere konnte man später auch noch klären. Irgendwann. Vielleicht. Es gab Momente, in denen konnte sich Naruto nur schwer zurückhalten und gerade hatte er so einen Moment. Schon als Gaara in der Tür aufgetaucht war, wäre er ihm am liebsten an den Hals gegangen, um ihn von Sasuke fernzuhalten. Doch der hatte ihn auch noch reingelassen. Wie konnte er ihm die Tür öffnen? Es war doch offensichtlich, was er wollte. Und Naruto würde durchaus nicht dabei zusehen, wie sich Gaara an seinen Freund ranmachte. Immerhin waren der Uchiha und er doch jetzt irgendwie wieder zusammen. Und das musste Naruto auch unter Beweis stellen. Seine Arme schlang er fest um Sasuke herum, legte seinen Kopf auf dessen Schulter und warf Gaara dabei so eiskalte Blicke zu, dass es ein Wunder war, dass der noch nicht eingefroren war. Was kann ich für dich tun? Wollte Sasuke wissen und war dabei wieder derjenige, der die Oberhand hatte. Ansonsten gab er sie im Bett mittlerweile gerne mal ab, wie Naruto vor wenigen Minuten wieder zu spüren bekommen hatte. Aber wenn er sich jetzt mit jemandem unterhielt, dann war er sofort wieder der Mann mit straffen Schultern und Respekt einfordernd, der er nun mal war. Irgendwie bekam Naruto dabei eine Gänsehaut, weil er Sasuke doch so liebte und kennengelernt hatte. Gaara musterte die beiden und ein Lächeln huschte über seine Lippen. Mittlerweile war ihm Sasuke egal. Ja, er war versessen darauf gewesen, mit ihm zu schlafen und Spaß mit ihm zu haben, aber jetzt gab es in seinem Leben eben auch einen anderen Mann, durch den er langsam anfing zu verstehen, was Gefühle überhaupt mit einem anstellen konnten. Leise räusperte er sich und senkte den Blick. Er war bereit, alles zu beichten, auch wie weit er im Namen Sasoris bereit war zu gehen. Also gut, es tut mir leid, meinte er leise. Ich habe natürlich von Sasori den Auftrag bekommen, ein wenig für Unruhe bei euch zu sorgen und auch mit Sasuke zu schlafen, aber der wollte mich ja nie haben. Der wollte nicht, was mich natürlich auch frustriert hat. Aber keine Sorge, Naruto. Er hat nie auf mich reagiert. Man sah dem Blondschopf an, wie sehr er innerlich brodelte und wie sehr er sich ärgerte, aber auf der anderen Seite fiel ihm gerade ein Stern vom Herzen. Offenbar doch ein Thema, über das er mit Sasuke noch nicht sprechen konnte oder nicht wollte, um ihn nicht wütend zu machen. Sasuke, ich weiß auch nicht, was mit Sasori los ist oder warum er so viel Spaß daran hat, andere leiden zu sehen. Ich verstehe auch nicht, warum er dich und Naruto mit aller Gewalt auseinanderbringen will oder warum er deinen Bruder zerstören möchte. Aber es wird einen Grund geben, da bin ich mir sicher. Sai ist ein Angestellter von Madara und wir wollen beide
ein wenig nun ihm den Wind aus den Segeln nehmen. Die beiden fallen sich an wie hungrige Wölfe. Aber um da einen Riegel vorzuschieben, musst du erstmal mit deinem Bruder reden. Ein Thema, über das Sasuke noch immer nicht gerne sprechen wollte, aber er wusste selbst, dass es keinen Weg mehr drumherum gab. Er musste sich dem stellen und seinem Bruder in die Augen sehen, ob es ihm passte oder nicht. "Habe ich eine Wahl?", murmelte er leise, starrte dabei aber auf den Boden. Langsam komme ich mir sowieso fast so vor, als wenn sich Itachi damals nicht nur von sich aus an Naruto rangemacht hat. Keine Ahnung, wie ich das beschreiben soll, aber was, wenn das auch schon jemand geplant hat? Sasuke fühlte sich nur noch wie eine Marionette in einem Spiel, in das weder er noch Naruto wirklich hineingehörten. Es gab keinen Weg mehr zu entfliehen, da war er sich sicher, und ob er mit seinem Verdacht recht hatte oder nicht, würde sich zeigen. Fragend sah Naruto ihn an. "Du meinst, es hätte ihn jemand zu mir geschickt?", murmelte er leise. Der Verdacht machte die Affäre natürlich kein Stück besser. Naruto fühlte sich sogar eher noch mehr von jenem benutzt, den er kaum kannte. Aber wenn es so war, würde das vieles erklären. Itachi und er kannten sich schon seit Jahren. Und von einem Tag auf den anderen war sowas bei ihnen passiert. Der Gedanke, da hätte jemand anderes die Fäden in der Hand, fühlte sich seltsam an. Irgendwie bekam die ganze Sache mittlerweile einen faden Beigeschmack. Und was aus einer Affäre wurde, naja, daraus wurde mittlerweile ein richtiger Staatsakt. Innerlich kochte Sasuke und er gab sich Mühe, Naruto davon nicht zu viel spüren zu lassen. Doch wenn nur die Antwort herauskam, wenn er mit seinem Bruder sprach, hatte er wohl keine andere Wahl. "Gut, also gut. Wann werden wir uns treffen?", murmelte er leise und sah Gaara direkt an. Dieser war offensichtlich sehr erleichtert, dass Sasuke keine Schwierigkeiten machte. Natürlich wäre er gerne an die Decke gegangen, aber das half niemandem. Und wenn sie alles endlich beenden wollten, da musste einer von ihnen den ersten Schritt gehen. Erstaunt sah Neji dem jungen Mann nach, der gerade die Wohnung verließ. Inata stand neben ihm und sah ihn fragend an. "Meinst du, das wird klappen?", flüsterte sie leise. Unsicher zuckte Neji mit den Schultern. "Keine Ahnung, aber ich finde schon, dass er recht hat. Ich denke, wir sollten das alles einfach laufen lassen. Wenn es klappt, so wie dieser Shikamaru es geplant hat, und sein Plan ist eigentlich verdammt gut, dann werden wir für immer aus der Sache raus sein. Wir könnten endlich in Frieden leben, weißt du das?" Eine Tatsache, die sie sich schon lange wünschten und was doch immer in unerreichbarer Zukunft gelegen hatte. Irgendwie schien es allen wie ein Traum. "Und wir müssen gar nichts tun?", flüsterte Hinata leise und ungläubig. Denn es fiel ihr schwer zu glauben, dass man ihr ohne etwas dafür zu tun endlich die Freiheit schenken wollte. Unsicher zuckte auch Neji mit den Schultern. Doch dann schließt sich ein Lächeln auf seine Lippen. "Ganz umsonst wäre es ja nicht. Wir müssten schon etwas tun. Ich finde aber, es wäre ein sehr geringer Preis, den wir zahlen müssten, um endlich in Frieden zu leben. Nie wieder würde uns jemand zu nahe kommen", meinte er leise, legte seine Hände auf Hinatas zarte Schultern und sah ihr in die scheuen Augen. "Ich werde auf sein Angebot eingehen. Dieses Treffen der beiden wird gefährlich werden. Ich möchte, dass du auf jeden Fall zu Hause bleibst, haben wir uns verstanden. Du wirst dich dann nicht blicken lassen, sonst bekommen wir Ärger." Streng sah er in diese hellen Augen, die ihn nach einigen Jahren den Verstand geraubt hatten. Hinata senkte unsicher den Blick, atmete dann aber durch und nickte. "Ja, ich werde hier warten. Aber lass dir bitte nicht zu viel Zeit, ja?", flüsterte sie leise und krallte sich sanft in seine Hand. Sofort musste Neji wieder lächeln und liebevoll zog er seine Liebste in die Arme. Sie würden alle auftauchen. Shikamaru plante eine Konfrontation der gesamten Opfer von Madara und Sasori. Gerade der Akazuna sollte endlich vor Augen gehalten bekommen, was er den Menschen antat. Um mit einer Waffe vor ihm zu stehen, würde Neji eine Freude werden.